Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft, das Bekloppenprojekt, The Next Generation. Ich muss aber die verkackte Musik wieder anmachen. Vergesse ich mir gleichzeitig vorher anzuschalten. Und die Karte wieder nach rechts zu verfrachten. Eine kleine Neuerung: Ich werde, da ich das gerade sehe, da wir unsere Felder belichten, unten rechts noch ein bisschen einblenden. Zum Beispiel von Fire of Destiny, wo wir den Server jetzt mittlerweile bekommen haben. Super Leistung haben wir mittlerweile. Wir hatten gestern noch 20 Slots. Aber gut, wenn das jetzt für euch gestern ist, beziehungsweise heute die Folge, dann ist das schon ewig lange her, weil wir viel aufgenommen und vorproduziert haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier zeige, kann das zum Beispiel in den nächsten 20 Folgen komplett anders aussehen. Auch die ganze Struktur hier. Auch das Haus dann wirklich komplett anders. Weil wir immer unterschiedlich aufnehmen und je nach Schichten, sehen von Centos, ist das natürlich was anderes. So, jetzt muss ich erstmal. Lassen wir das Tag. Mich stört das gar nicht. Also, da ich jetzt eh nur ein bisschen bauen will, da ich diesen Turm, das kann ich euch zeigen, den habe ich so ein bisschen Kaktus, Bambus, das waren Morgar. Mustag, Samen. Und hier halt Weizen für diesen dritten Tower. Den einen Tower kennen wir ja, den werden wir noch ein bisschen umstrukturieren. Und hier einen Slush-Spoiler eingebaut haben. Den ich aber hier rüber in die Mitte packen will. Oder dahinter, das muss ich mal schauen. Oh, boah, ich hab grad so ein komisches Ekelhaft. Jetzt habe ich keine Face gewonnen. Ich muss aber wirklich husten. Geht ja gar nicht. So. Ich will diesen Tower auktat machen, das heißt, der soll sich sozusagen selbst versorgen, was er eigentlich schon macht. Er versorgt sich ja mit Strom über die Solarpanel ja schon selbst. Wenn Sludge Boiler versorgt mit Material die ganze Umgebung durch Weizen und so versorgt er die Tiere nachher. Und wir könnten noch zusätzlichen Strom herstellen und das will ich ja jetzt machen. Dazu gehe ich mal zu meinen vorbereiteten Kisten. Oh, hier den Spawn habe ich noch, den muss ich auch noch mitnehmen. Den hatte ich hier unten in dem Ding drin gefunden. Das ist nachher der Auf- und Abstieg halt ins Höllenportal. Weil ich das andere noch ein bisschen umstrukturieren will da vorne. Weil ich halt die Wiese zumachen möchte. Boah, ich habe Frosch im Hals. Da wollte diese alle Frosch nicht raus. Nö. Sind wir das auch noch mit, stellen das auch hin. Das System läuft momentan so, dass das meiste an Mob-Essenz ins ME läuft. Da wir es momentan nicht brauchen, extrem. Und ich habe keine einzelne Spitzhacke mit. Das ist ein bisschen blöd. Vergesse ich auch immer mal eine mitzunehmen. Was hat sich noch verändert? Derzeit nicht viel. Die Computer stehen noch. Also ein bisschen vorbereiten Kisten da vorne. Drei Stück. Da, die sind für was anderes. Unten haben wir noch ein paar Coke Oven. Haben wir noch ein paar Pickaxes? Ja, die kann man, die reicht. Kann ich mal kurz hinhuschen. Jetzt müssen wir alles noch umstrukturieren hier. Ich will noch so einen kleinen Serverraum aufbauen. Den könnte ich gleich auch noch bauen. Hier sehen die kleinen Coke Oven. Hier ist ein bisschen Kerosinöl drin. Es geht noch drei oder zwei Dinger unten. Ich glaube drei. Den Rest löscht er weg, weil ich so viel nicht brauchen werde, da ich mir diesen Wildcraft oder Steve Cards nicht machen werde. Vielleicht später irgendwie kleine Sachen zum Transportieren. Eine Karre, die rumfährt, die uns das, statt mit Tesseract alles zu arbeiten, doch ein bisschen lustiger gestalten wird. Was haben wir hier? Wir haben mal Turbine und Reaktor. Zeigt er die Mobs hier an? Komisch. Turbine, Reaktor. Was beim nächsten Mal kommen, da ist der die Tower Farm. Das ist das Material, was wir brauchen. Da haben wir noch die Recycler, was dann halt fürs Leder ist. Da haben wir diese komischen Dinger, die aussortieren. Ich musste noch ein Grind, da muss ich glaube ich noch bauen. Feeder haben wir und massive, also ganz andere Kabel habe ich natürlich im Inventar. Oh, dieses alte Lizenzding, ne? Wo tue ich den denn hin? Da. Und dann packen wir direkt hier auf den. Z Frage, packen wir den hier auf den. Hallo? Den Zombie-Ding oder auf das Skelett-Ding? Mal runter.
will die da hin haben. Komm. Ich will doch dahin haben. Heiß, heiß, heiß. Jetzt haben wir noch ein paar Zombies mehr, die das bauen können. Laufen die noch? Ne, die haben gar keinen Strom mehr. Aber lass mich raten, der ist bestimmt voller. Ja, der ist sogar voll damit. Muss ja auch noch Strom umstrukturieren, dass er halt das ganze Juice oder die ganze Stromanlage ein bisschen verteilt wird, weil ich ja da auch schon Kabel gelegt habe. Das ist halt für diesen Tower, der noch nicht ganz fertig ist, da der auch noch Mob-Essenz produzieren muss, die von dem Tower hier rüber soll. Dass halt das gespeist wird über einen Tank, der gespeichert wird und dann halt nur laufen soll oder läuft, wenn wir es brauchen. Dann muss ich aber gucken, ob es funktioniert. Ich habe es noch gar nicht getestet. Ich habe gesagt, komm, wir bauen so einen Tower, gucken, ob es funktioniert, und habe es dann nicht mal getestet, ob es halt insgeheim mit allem klappt. Haben wir alles dafür? Nein, wir haben das Inverschwert nicht. Das machen wir uns mal schnell. Um an die Rezepte ranzukommen, macht er einfach mit Shift auf das Fragezeichen. Und dann könnt ihr direkt das Rezept machen. Sonst könnt ihr einfach nur hier klicken auf das Fragezeichen und dann könnt ihr halt das reinlegen. Ist natürlich im ME natürlich rote Festplatten. Bisschen blöd. Schauen wir mal, wie viel Mob-Essenz hier mittlerweile drin ist. Also, es füllt sich immer noch was rein. Man sieht es ja, wir sind mittlerweile sehr hoch dabei. Und das ist affengeile Aktion. Dann habe ich, das war, gut, wenn ich das jetzt wie gesagt sage, das war gestern, also ein paar, ja, einen Tag davor, bevor ich jetzt hier gerade aufnehme, Maus, habe ich keine Blöcke mitgenommen. Das ist natürlich sehr clever, muss ich mal in den Bienenbeutel gucken, da habe ich glaube ich noch was. Oder den neuen Backpack-Ordner. Da tue ich mal hier, Baubeutel. Ach Mann, ich wollte nicht canceln, ich wollte Baubeutel hier. Ja, da, Alter, hier habe ich Ends of Klein geschrieben. Baubeutel. Ja, jetzt okay. Da packen wir das mal rein. Ich brauche noch ein paar Baublöcke, obwohl haben wir noch genug. Kann auch noch sein. Also, wir müssen die Kühe spawnen. Das heißt, ich nehme hier Kühe rein, lasse die mit dem Feeder arbeiten. Lass die Kleinen raussortieren und die Großen wieder raussortieren und dann sollte es erlaufen. Das machen wir mit den Dingern. Das ist die Frage, jetzt brauche ich mal ein paar Baublöcke. Das habe ich glaube ich in diesem Bienenordner. Den kann ich mal weg hier. Da haben wir noch von den Blöcken ein paar. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte, dass wir eine Etage machen hier. Jetzt machen wir mal eine oder schieben wir hier alles mit Ne, wir machen das in der Etage. Ja, Jack, genau. Ist jetzt alles falsch. Passt schon. Oh. Was ihr noch seht, ich habe so ein Bilder-Swand. Oder hier so ein Bilder-Wand. Mit dem wir bauen können. Das haben wir davon, weil Centus Instable Ingots hergestellt hat. Beziehungsweise daraus Nuggets gemacht hat. Da die Nuggets nicht explodieren, können wir die wieder zu Barren machen. Und mit dem Barren können wir wieder ganz normal craften, was total geil ist, muss ich wirklich sagen. Habe ich extrem gefeiert. Und hier ist irgendwas drin, was mich... Müssen wir überlegen, das Ding... Das Ding ist dunkel. Das heißt, hier sind überall Mobs. Und das explodiert ständig. Ich habe schon überlegt, Grinder an die Seite zu packen, beziehungsweise auf die Rückseite. Um einfach die Mobs zu töten. Was ich glaube ich auch noch machen werde, denn da spawnen extrem viele Mobs manchmal drin und ich kriege diesen Tower noch nicht voll. Das ist jetzt noch das derzeitige Problem, was wir haben. Brauche ich die eigentlich Conveyor Belt? Normalerweise nicht. Ich glaube, ich brauche nur diese komischen Dinger hier. Ist die Frage, wie machen wir das? Ist das jetzt symmetrisch hier? Warum ist das so symmetrisch? Nicht aber so. Ich will das aber nicht so teilen, weil es ein bisschen blöd aussieht. Ich will das eigentlich da in die Ecke haben. Dann machen wir das. So. Warum muss das jetzt mal stehen? Das muss andersrum stehen, ne? So muss es, glaube ich, stehen. So. Dann holen wir hier wieder die Tierchen sozusagen raus. Zwei habe ich da, ne? Ist doch symmetrisch? Doch. Ich dachte, das sah so aus, ob es jetzt nicht symmetrisch wäre. Moving Babies, genau. Dann können wir Strom. Strom von
oben holen wir uns dann oben. Ich frage, lenken wir das nur weiter? Ich habe auch gar keinen Schacht, ne? Das habe ich gar nicht bei diesem Tower bedacht. Blöd, blöd, blöd.